So, liebe Genossinnen und Genossen, wir begrüßen auch unsere Gebärdendolmetscherinnen und Dolmetscher. Ich hoffe, es wird eine gute Arbeit hier sein. Keine einfache. Ja, kürzlich erinnerte uns ein finnischer Genosse, wie er 1979 in das frisch gewählte Europaparlament kam. Damals gab es eine kommunistische Fraktion, aber daran gab es weder deutsche noch nordisch-grüne Linke Abgeordnete. 1995, mit dem Beitritt der skandinavischen Länder zur EU, vereinigten sich Kommunisten und nordisch-grüne Linke in einer Fraktion der heutigen GUE-NGL. Ein großer Schritt, der weitgehend unbemerkt war. Aber damit wurde der Grundstein für unsere jetzige Fraktion gelegt. Deutsche Linke, der PDS, kamen als direkt gewählte Abgeordnete erst 1999 dazu. Bis dahin waren wir assoziierte Partei der GUE-NGL und dies ausschließlich dank der Solidarität der linken Parteien, insbesondere der kommunistischen Parteien. Ich finde es wichtig und möchte das voranstellen, dass wir heute an diese Solidarität erinnern, die wir genießen durften. Denn Solidarität, das ist das kostbarste Gut, was die Linken in Europa haben. Und wir müssen es hüten wie unseren Augapfel. Es geht, liebe Genossinnen und Genossen, bei den Europawahlen nicht nur um irgendeine nationale Vertretung der Linken auf europäischer Ebene. Es geht auch nicht um Repräsentanz von Strömungen oder Plattformen, sondern darum, die Linke in Europa stark zu machen, zu einem politischen Faktor. Dafür sind wir da, Genossinnen und Genossen. Und deshalb haben wir 8 Linken im Europaparlament die Europapolitik nicht allein vor dem Hintergrund deutscher Verhältnisse entwickelt, sondern gemeinsam mit anderen vor dem Hintergrund einer Union von 28 Mitgliedstaaten und einer unendlichen, großartigen Vielfalt. Nur so entsteht die Vision eines anderen Europa, eines Europas gelebter Menschenwürde und des Respekts, eine wirkliche Sozialunion, denn das ist unser Ideal, das ist unsere Vision als Linke und dafür kämpfen wir auch weiterhin. Liebe Genossinnen und Genossen, die letzten 5 Jahre waren Jahre der autarken, rücksichtslosen Herrschaft der Regierenden im Bunde mit der Bankenlobby, im Grunde gegen 500 Millionen Menschen in der EU. Griechenland, Zypern, Spanien, Irland sind die Versuchslabore des europäischen Neoliberalismus. Und die Menschen dieser Länder wurden wie Labortiere für das Experiment hemmungslosen Sozialabbaus und gesellschaftlicher Zerstörung missbraucht. Ein Fiskalpakt wurde beschlossen von 25 Menschen. 25 Regierungschefs, weder das Europaparlament noch ein anderes Parlament hat jemals diesen Pakt ausgehandelt, geschweige denn wirklich in Gänze abgestimmt. Das ist Politik nach Gutsherrenart. Und liebe Genossinnen und Genossen, auch gegen diesen Politikstil müssen wir uns verwahren. Zeitgleich hat der Clan um Merkel, Hollande und Cameron auch noch die Axt an den EU-Haushalt gelegt. Wichtige Mittel, insbesondere für die regionalen Strukturförderungen in unseren Regionen, wo wir alle herkommen und in den verschiedenen Mitgliedstaaten, wurden gekürzt. Mittel, die wir brauchen, um Armut zu bekämpfen, Ausgrenzung zu bekämpfen. Stattdessen forcieren Merkel und Co. die chauvinistische Hetze gegen die faulen Griechen und Wirtschaftsasylanten. Sie sind die Treiber von Nationalismus und Chauvinismus. Das müssen wir deutlich machen. Genossinnen und Genossen, das sind die Spalter der europäischen Einigung, die wirklichen Antieuropäer, wenn wir schon mal diesen Begriff hier in den Mund nehmen. Ihnen gilt unser Widerstand und wir haben eine andere Agenda, nämlich die Agenda der Menschenwürde und des Respekts. Dafür, liebe Genossinnen und Genossen, haben wir 8 Abgeordneten der Delegation Die Linke 5 Jahre lang mit Leidenschaft, mit Kompetenz, mit all unserem Geist und unserer Empathie gekämpft. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken, im Namen von uns allen 8 Abgeordneten, bei den Fraktions- und persönlichen Mitarbeiterinnen, die unsere Arbeit wirklich wesentlich unterstützt, ja manchmal erst einmal möglich gemacht haben. Unsere Delegation hat mit Gabi Zimmer
Die gewachsene Armut in der EU, in denen 20 Millionen Menschen als bitterarm gelten, thematisiert, und zwar nicht nur beim ESF, sondern mit medienwirksamen Mitteln, wie einer Ausstellung im Europäischen Parlament über Armut in Polen, die trotz Verbot der Parlamentsverwaltung, die das als Nestbeschmutzung verstand, gezeigt wurde. Wir kämpften als Delegation gegen Deregulierung von Bahn- und Luftverkehr. Wir waren gegen die Privatisierung der Daseinsvorsorge, zum Beispiel in Bezug auf das Wasser. Und da waren wir erfolgreich mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Mitgliedstaaten. Wir unterstützten als Delegation die Blockupy-Bewegungen. Blockupy-Bewegung, ja, die Bewegungen auch. Kurdinnen und Kurden in ihrem Freiheitskampf, die sozialen und politischen Kämpfe der Gewerkschafter in Kolumbien, wo dafür Leute umgebracht werden, der Frauenbewegung im Iran, die Fischer in Brasilien und Flüchtlinge, wie wir es heute erlebt haben, und zwar in Lampedusa, in Athen, in Berlin, in Hamburg. Und ich sage euch, wir sind immer da, immer. Wer auch regiert, unabhängig von Moden und Hypes, immer sind wir an der Seite dieser Menschen. Und nur unsere Fraktion, und darauf bin ich nicht stolz, nur unsere Fraktion hat das neue Frontex-Mandat abgelehnt. Aber es ist uns wichtiger, Menschenleben zu retten, als Menschen kostengünstig vor den Toren der EU sterben zu lassen. Denn darum geht es doch wirklich. Liebe Genossinnen und Genossen, ja, wir sind auch das Original im Europaparlament, wenn es darum geht, sich gegen Krieg als Mittel der Politik stark zu machen. Das kann keine andere Fraktion von sich behaupten. Und ich will ehrlich sagen, angesichts eines überforderten, säbelrassenden Bundespräsidenten bin ich froh, der Partei in Deutschland zugehörig zu sein, die niemals und unter keinen Umständen eine solche Politik unterstützen wird. Und ich denke auch, Genossinnen und Genossen, das ist unser Job in der Gesellschaft. Und liebe Freundinnen und Freunde, niemand sonst verweigert sich so entschieden der Vasallentreue gegenüber dem großen Bruder NSA, so wie wir. Und wir weisen auch das Argument, Anti-Amerikaner zu sein, nur weil wir die USA kritisieren, entschieden zurück und verlangen, dass Schluss gemacht wird mit der Massenüberwachung von EU-Bürgern, von jedweden Bürgern. Grundrechte sind unteilbar, sie sind keine Verhandlungsmasse. Auch nicht zur Verteidigung irgendeiner nationalen Sicherheit. Liebe Genossinnen und Genossen, die Linke, die zu Recht den Lissabon-Vertrag abgelehnt hat, ist jetzt Verteidigerin bedeutender europäischer Werte, Werte, die jetzt über den Haufen gefahren werden. Wir verteidigen die Meinungs- und Informationsfreiheit, das Recht auf freien Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten, die Freiheit des Netzes und haben ACTA abgelehnt mit Erfolg, liebe Genossinnen und Genossen. Wir acht haben nie mitgespielt, wenn es gegen bulgarische und rumänische Bürger ging, gegen die Hetze betrieben wurde. Wir verteidigen das Recht auf Freizügigkeit in der EU. Alle EU-Bürger müssen gleich behandelt werden. Alle Menschen in der EU sind gleich zu behandeln. Das ist unsere Idee. Und wir verteidigten engagiert auch alle Abgeordneten unserer Delegation mit Kraft und mit Engagement das Recht jeder Frau über ihr Leben und ihren Körper zu entscheiden, Genossinnen und Genossen. Wie kann denn ein Staat darüber entscheiden? Das müssen die Frauen selber tun. Mit uns ist ein Rollback in der Gleichstellungspolitik nicht zu machen, auch nicht in Deutschland, wo sich Gröhe hinstellt und sagt, rezeptpflichtig muss die Pille danach sein. Mit welchem Recht eigentlich? Wir wollen kein Zurück ins Mittelalter. Die Linke steht für Gleichstellung aller Lebensweisen im Europaparlament und gegen jede Form von Homophobie. Soziale und Genossinnen und Genossen, Freiheitsrechte gehören in einer demokratischen Gesellschaft zusammen. Und die können sich nur entfalten, wenn die Bürger über ihre Geschicke entscheiden können, selbst entscheiden können. Wir haben gekämpft gegen eine Blackbox-EU. Nicht die Bürger, sondern die EU muss gläsern sein. Für diese Politikansätze steht die Linke im Europaparlament. Ja, und wir sind eine kleine Fraktion.
aber alles andere als einfallslos. Wir bieten unsere Alternativen zu den Mehrheitspositionen an. Wer hätte denn gedacht, dass sich ausgerechnet hinter unseren Vorschlägen zur Rüstungsexportkontrolle Mehrheiten im Europaparlament versammeln? Das ist doch sensationell und einer 5-jährigen Arbeit zu verdanken. Dass das Instrument zur Stabilität, zu einem rein zivilen Instrument zur Konfliktverhütung und Lösung entwickelt wurde, das ist auch unser Verdienst. Und als noch vor 5 Jahren die Gefahren der zivil-militärischen Zusammenarbeit nur von unseren Abgeordneten immer wieder thematisiert wurde, wurden die als Linksextremisten abgetan. Heute findet das Eingang in die Logik des Parlaments. Auch in der Handelspolitik konnten wir Akzente setzen, indem erstmalig, und das gab es vorher nie, in Verträgen Umweltstandards verankert wurden. Ein Novum und konkreten Namen auch zu verdanken, unseren Genossinnen und Genossen, unserer Fraktion, unserer Delegation. Und wir sind Teil, engagierter Teil der Opposition gegen das transatlantische Freihandelsabkommen. Genossinnen und Genossen, solche Abkommen wollen wir nicht. Und wir lehnen das ja nicht alleine ab, sondern die Bauernverbände, die Ärzte, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, Mediziner, Lebensmittelkontrolleure, Greenpeace, ATTAC, die Gewerkschaften, die Kommunen, ich weiß nicht wer noch. Wir stehen an ihrer Seite, wir stehen gemeinsam. Solche Abkommen wollen wir nicht. Dass wir meinungsbildend sein können, bewies zum Beispiel auch die kleinste Gruppierung im Ausschuss der Regionen. Ganze 2 Linke aus Berlin-Brandenburg, eine sitzt jetzt im Parlament, die die allererste Stellungnahme einer europäischen Institution für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer beschlossen haben. Da haben wir im Europaparlament sowas noch nicht auf der Tagesordnung gehabt. Die haben das hingekriegt, 2 Leute von 500. Über den Ausschuss der Regionen kamen entscheidende Vorschläge für die Struktur- und Regionalpolitik in unseren Regionen, was wir als Linke auch eingebracht haben. Und das ist bis heute die einzige EU-Institution, die gegen die Einführung von Sanktionen in der Fördermittelpolitik vor dem EuGH klagen will. Jawohl, wir wollen das auch und unterstützen die Genossinnen und Genossen und die Menschen, die dort tätig sind. Liebe Freundinnen und Freunde, die Linke will nicht nur den Politikwechsel in der EU. Wir stehen täglich mit unserer konkreten Politik dafür. Wir, die Linken, erzählen die andere Geschichte von Europa und der Europäischen Union, nicht die der Banker, Aktionäre und der deutschen Industrie. Unsere Erzählung ist die der Menschen in unseren Regionen, dort, wo wir leben. Es sind die Sorgen und Träume der alleinerziehenden Frau, des Mittelständlers, der Roma-Familie, der Arbeitslosen, der Eisenbahnerin, der vielen jungen Leute, die einen Job wollen und der Alten, die ein würdiges Leben einen würdigen Lebensabend sicher träumen. Mit ihnen gestalten wir das andere Europa. Darum geht es, nicht um uns. Wer, wenn nicht wir, ich komme zum Abschluss, sollte fähig sein, diesem Anspruch zu genügen? Und ich sage nur, Kommunisten und andere Linke bringen große Traditionen aus den sozialen und politischen Kämpfen ihrer Länder in die europäische Politik ein. Die Erfahrung bedeutender Kämpfe gegen Faschismus, in denen so viele Opfer gebracht wurden. Erfahrung des Widerstandes gegen Sozialabbau, Rechtlosigkeit und für die Freiheit Andersdenkender. Schließen wir uns um unseren europäischen Spitzenkandidaten Alexis Tsipras zusammen. Packen wir es an für ein Europa der Menschenwürde, für eine starke Linke im Europaparlament.